Hey Leute, willkommen zurück bei Magic 2014 Duel of the Planeswalker oder Magic the Gathering. Muss man auch bedenken. Wir kämpfen mit dem Zendikar Deck, der Eldrazin. Genau, wir kämpfen ja mit Eldrazin. Gegen jetzt die Ramazuri. Ramazuri ist ja genau das Gegenteil. Das sind die Insektenviecher, die uns platt machen können, wie sonst was mit dem Deck eigentlich. 3 von 30 haben wir freigeschaltet. Ich bin gespannt. Es ist vor allem ein dreifarbiges Ramazuri. Ramazuri gibt es in allen 5 verschiedenen Farben und ich bin auch gespannt auf dieses Deck. Aber wir haben Ramazuri ja schon in der Sealed-Kampagne ein bisschen gespielt, deswegen wollte ich ja genau das Gegenteil spielen. Und die Eldrazin sind eigentlich auch ziemlich cool. Ich habe mir nämlich jetzt auch Booster von Zendikar geholt. Relativ preiswert, bin ich auch echt glücklich. Der kostet eigentlich normalerweise ungefähr doppelt so viel, diese Booster. Aber ich habe sie ganz gut bekommen und da bin ich... Na, kann ich nur sagen. So, wir behalten die Karten in der Hand, auch wenn es ein bisschen Murks ist. Aber ich hoffe, wir ziehen was. Wir können eh am Anfang noch nicht so viel spielen. Im Gegensatz zu ihm. Er fängt mit Grün an. Okay, dann wird er jetzt noch nichts spielen können. Erst in der zweiten Runde mal frühestens. Gut, wir spielen natürlich den Landmarker. Kennen wir ja zwischenzeit durch die Kreatur, die wir hier haben, bekommen wir auch eine neue Karte noch dazu. Wenn ich die dann ausspiele. Er spielt Weiß. Nochmal interessant. Er spielt wahrscheinlich seinen Wächter Ramazuri. Nee, doch den Jagd Ramazuri. Ist auch eindeutig besser als der Wächter, aber kann uns dann auch ziemlich gefährlich werden. Ja, die Fähigkeit nutzen wir. Nicht genug Mana. Wir spielen ihn. Nutzen natürlich deren Fähigkeit genauso. Und holen uns noch eine Karte auf dem Deck. Ja, Fähigkeit. Haben wir das, die Abfrage? Ist die echt so, dass die dauernd kommen muss? Ich muss mal im Menü schauen, das nervt ein bisschen mit der Abfrage. Er spielt immer weiter und wir blocken den Schaden nicht, blocken überspringen. Kann sein, dass er jetzt nächste Runde noch einen Ramazuri reinhaut oder jetzt nochmal einen Ramazuri haut. Er spielt wucherndes Wachstum, interessante Kombi, muss ich mal sagen. Aber es kann gefährlich werden. Okay, und ich hoffe langsam mal was zu bekommen. Ja, die Fähigkeit nutzen wir. Und wir spielen auch die Fähigkeit. Und holen uns nochmal 2 Länder rein. Jetzt überlege ich schon, ob ich das nehme, um Lebenspunkte zu bekommen. Ja, nehmen wir es mal. Und ich hoffe, dass ich nächste Runde eine Kreatur bekomme. Angriff überspringen wir. Wir wollen blocken. So, Kampf. Wir halten es jetzt nochmal aus. Mit dem Block überspringen wir nochmal. Und jetzt gibt mir eine ordentliche Karte. Kann nicht so sein, dass ich so viele Länder habe. Okay, er springt die Ramazuri-Spielsteine. Ist natürlich ein bisschen weil er schon den Jagd-Ramazuri hat. Ja, klar. Ey, wie viele Länder soll ich denn noch ziehen? Also einmal will ich es noch machen. Und wenn wir dann nichts ziehen, dann starte ich nochmal neu. Weil ich das irgendwie... Guck mal, wir haben jetzt jede Runde bis auf die Kreatur 0 Länder gezogen. Das ist extrem übertrieben. Und das ist auch so ein Review, was ich gehört habe. Was ist das denn? Jede Kreatur erhält +1/+1 für jede andere Kreatur im Spiel, mit dem sie mindestens ein Kreatur... Klar. Gut, genau deswegen habe ich es aufgespart. Und jetzt hoffe ich mal wenigstens auf eine gute Karte, sonst müssen wir nochmal neu starten. Weil das ist... Komm, bitte kein Land. Ui, doch mal was Gutes. Den nutzen wir aber erstmal zum Blocken. So, wir bekommen 7 Lebenspunkte dazu. Ich spiele nochmal ein Land aus. Bin gespannt. Lange Hauptphase. Ja, durch 5 grünes Land. Pass the Exile. Ja, super. Ja, nutzen wir.
Das waren die ersten 5 Minuten dieser Folge und die gesamte Folge seht ihr auf die Mind Gamers. Kommt auf den Kanal und schaut rein. Zusätzlich könnt ihr noch den Kanal Card Collectors anschauen. Bis dann. Ciao, ciao.